So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hasse diesen Ort. Nun sieht das ein bisschen komisch aus hier mit unserem Bild. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort, nun weiß Gott nicht. Ich sitze hier verdammt gerne. Aber ich glaube, dass viele von uns so im Leben irgendwie, dass einem etwas begegnet ist oder dass man etwas erlebt hat an einem Ort, dass man im Nachhinein sagt, nie wieder dahin. Ich habe die übelsten Erinnerungen daran. Ich hasse diesen Ort. Und ich finde es grauenhaft. Ich möchte mich wirklich daran nicht erinnern. Wenn ihr mir von einem solchen Ort erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Es könnte auch ein Ort sein, an den ihr nie kommen möchtet, zu dem ihr nie kommen möchtet. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wart ihr noch nie da, aber ihr sagt, ich will niemals an diesen Ort. Ich finde diesen Ort grauenhaft. 0800 5678 111. Erste Anruferin Bettina. Bettina ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Bettina. Ja, ich habe überhaupt keine Erinnerung an den Ort. Ja. Aber ich möchte nie wieder dahin. Das ist der Turnierplatz in Kamen. Da ist mir im April 99 ein Reitunfall passiert. Und 91? Hä? 91? 99. 99. Mhm. Und der war sehr schlimm. Also es war, ich bin vom Pferd gefallen und in der Landung hat mich das Pferd am Kopf getreten. Mhm. Und ich hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, war sofort 2 Wochen im Koma und irgendwie 8 Monate Reha und so. Mhm. Und von diesem Unfall, von dem Schädel-Hirn-Trauma, habe ich eine retrograde Amnesie. Das ist eine Erinnerungslücke von der Zeit vor dem Unfall. Mhm. Und ich kann mich an diesen Ort überhaupt nicht erinnern. Wie weit geht denn die Erinnerungslücke, wie weit geht die zurück? Ja, so etwa 2 Monate. 2 Monate. Mhm. Kannst du dich denn an den Unfall direkt erinnern? Nee. Auch nicht. Das, also was du gerade erzählt hast, das hat man dir wiederum erzählt. So war es. Ja, ja, ja. Ja, erscheint in der Zeitung und so. Mhm. Deswegen weiß ich das. Mhm. Ja. Ja, und ich habe das Pferd, mit dem mir das passiert ist, noch einmal, ich glaube ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, wiedergesehen. Mhm. Und das hat irgendwie so seltsame Gefühle bei mir ausgelöst. Also ich konnte mich auch dann nicht dran erinnern. Mhm. Aber dieses Pferd hat so merkwürdige Gefühle ausgelöst bei mir. Welche Gefühle? Kannst du die beschreiben? Nee, einfach nur... Angst, Unbehagen? Ja, ich sag mal, ich Hass vielleicht sogar auch? Seit Mitte 2000 wieder. Mhm. Und ich habe so vor Pferden überhaupt keine Angst, weil ich mich eben nicht erinnern kann. Mhm. Aber als ich dieses eine Pferd wieder sah, war mir irgendwie, ja, eigentlich, unbehaglich. Eigentlich auch verständlich, ne? War denn das Pferd an diesem Unfall schuld? Weißt du das? Nee, es war ein einfacher Zufall. Also es hat Bocksprünge gemacht und mich dabei runtergeworfen. Mhm. Und in dem letzten Bocksprung, den es danach noch gemacht hat, hat es mich eben am Kopf erwischt. Also es war keine Absicht oder so. Mhm. Aber irgendwie hat das Pferd bei mir... Klar, ich glaube, dass man, also ich kann das irgendwie verstehen, dass man gerade dann mit diesem Tier, obwohl das Tier eigentlich da gar nichts zu kann und es ist ja kein Mutwille gewesen oder so, dass man da ein schlechtes Gefühl hat. Ja, also ich... aber du beziehst es auch mit dem Ort auf diesen Turnierplatz, ne? Ja. Dass du da auf keinen Fall mehr hin möchtest, auf diesen Reitturnierplatz. Ja, ich weiß nicht, ob diese Erinnerung wiederkommen würde dadurch, aber ein Gefühl irgendwie, so wie bei dem Pferd so ähnlich, möglicherweise, und dann würde ich nie wieder reiten und das will ich auf keinen Fall riskieren. Aber hat es dich dann nicht gereizt, mal an diesen Ort zu gehen, wo das passiert ist? Ja, es reizt mich immer wieder, die Neugier. Mhm. Aber du machst einen großen Bogen darum. Ja. Mhm. Ich will das gar nicht mehr wissen. Also ich reite so gerne wieder. Ja. Wie kam es denn überhaupt, dass du dieses Pferd, dass ihr euch begegnet seid? Wo und wie kam es dazu? Das war mein Pferd. Ja, und wann hast du das wiedergesehen danach? Als ich aus der Reha wieder raus war, so im November 99, ja, habe ich das... einmal dann noch gesehen. Ich habe das verkauft, ja. Mhm, ja. Ach, das war sogar dein persönliches Pferd. Das war mein Pferd. Das war... ganz jung, als ich gekauft habe, dann habe ich es eingeritten und dann war ich irgendwie... Wie viele Jahre habt ihr euch miteinander beschäftigt? Wie lange wart ihr zusammen? Ein halbes Jahr, nicht lange. Nicht lange.
Weil sonst würde ich mir vorstellen, man hat doch ein sehr inniges Verhältnis zu einem Pferd, das man besitzt oder betreut. Ja. Ja. Aber nach einem halben Jahr ist es vielleicht auch noch nicht so gewachsen. Nö, das nicht. Mhm. Du sagst gerade, dass du 2 Monate im Koma gelegen hast, ne? Hast 2 Wochen. 2 Wochen im Koma gelegen hast. Hast du da irgendeine diffuse Erinnerung an diese Koma-Zeit? Nee, gar nicht. Gar nichts, absolut nichts. Ist alles weg. Also der Unfall ist im Ende April 99 passiert. Mhm. Und März, April, Mai, Juni, ich weiß gar nichts mehr. Habe ich völlig vergessen. Hast du nicht irrsinnige Angst gehabt, dann das erste Mal wieder auf ein Pferd zu steigen? Nee, weil diese Erinnerung mir fehlte. Mhm. Na gut, aber du wusstest ja, was passiert war. Das war dir ja klar. Ja, aber das war so mehr gehört. Mhm. Und viele, viele böse Unfälle habe ich schon öfter gehört. Mhm. Hältst du es für möglich, dass du irgendwann an diesen Ort doch zurückkehren wirst, auf diesen Turnierplatz? Möglicherweise. Mhm. Aber ich glaube, ich werde das lieber vermeiden. Mhm. Also ein Ort, den du hast, ne, kann man sagen. Ja. Der ein ganz auch seltsames Gefühl in dir auslöst, wenn du nur daran denkst, dass es diesen Platz, diesen Ort gibt. Möglicherweise, ja. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Dankeschön. Und sag Tschüss. Okay, tschüss. Bettina. Jetzt haben wir ein technisches Problem. Ich kriege Bettina nicht aus der Leitung heraus. Jetzt ist sie weg. Dirk. 23 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Dirk. Du hast auch einen bestimmten Ort, eine Örtlichkeit. Ja, richtig, das kann man so sagen. Das ist in meinem Fall kein realer Ort, sondern ein imaginärer. Also ich neige zur Internetsucht, kann man sagen. Also ich denke, das habe ich jetzt schon seit circa 2 Jahren. Mhm. Also ich hänge täglich vorm PC. Wie viele Stunden? Ja, das kann man schwer sagen, aber ich sag mal, 10 Stunden ist gar nicht... 10 Stunden vor dem PC? Ja, das ist echt... Boah. Dirk, was machst denn du sonst so im Leben? Ja, also ich bin hauptberuflich Student. Da kann man sich das eher leisten, aber auch nicht über einen längeren Zeitraum. Dann leidet das Studium darunter. Eben, das ist es ja bei mir auch. Mhm. Also ich studiere BWL. Mhm. Wo man viel lernen muss? Naja, eigentlich schon, das ist richtig. Ja, wenn man es dann intensiv vorantreibt, ich muss auch sagen, es leidet bei mir sehr stark darunter. Mhm. Ich bin jetzt im 5. Semester. Ja. Und in der Regel sollte ja nach dem 4. Semester das Grundstudium abgeschlossen sein. Das sieht bei mir noch längst nicht so danach aus, dass es abgeschlossen ist. Jetzt sag mir mal, was du 10 Stunden täglich, 10 Stunden vor dem PC, vor dem Rechner machst. Ja, das ist eine gute Sache. Das ist also wie eine Sucht, sag ich mal. Größtenteils chatte ich davor. Also unterhältst dich dummes Zeug mit irgendwelchen Leuten. Sinnloses Zeug. Ja, im Endeffekt ist es sinnloses Zeug. Ist mein das Internet ist ja generell in verschiedene Channels aufgebaut. Ja. Gewisse Foren und da treffen halt aller Herren Leute. Es entstehen natürlich auch gewisse Freundschaften und Bekanntschaften im Internet. Naja, Freundschaften will ich das nicht nennen. Das ist ja alles imaginär, ne? Ja, ich meine, die haben ja auch alle... Ziehst einen Stecker raus, ist die Freundschaft weg, ne? Ja, so kann man es auch sehen. Ja, aber das ist ja im Real Life, sag ich mal, genauso. Wenn ich da die Haustür zumache, für längere Zeit ist die Freundschaft auch weg. Nee. Aber ich sag mal, du hast ja auch recht. Ja, also... So, also die Hauptzeit hältst du dich in diesen Chaträumen auf. Ja, ich meine, da sind genug Nicknames, mit denen man auch schon so langsam eine Bekanntschaft hat. Ob die jetzt Bomber oder Powerslit heißen, das ist eigentlich ganz egal. Und was unterhältst du dich denn? Ich habe gerade das so gesagt. Man unterhält sich ja unsinniges Zeug eigentlich. Aber was konkret genau unterhältst du dich mit den Leuten? Was konkret? Also es fängt an bei Musik. Ich sag mal, MP3 ist natürlich auch ein Thema. Ja. Aber das ist mir nebensächlich. Jeder erzählt mal so ein bisschen mehr so aus seinem Privatleben, was er so gemacht hat. Mhm. Ob er jetzt... was er den ganzen Tag so gemacht hat und es ist im Endeffekt belangloses Zeug. Welche Rolle spielt Sex und der Sex-Talk bei deinem Chatten? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee, also man unterhält sich wohl schon mal darüber, dass man eine Freundin hat oder dass man eine gehabt hat und keine Ahnung wie und dass man auch die und die Frau ganz klasse findet, aber so, dass ich jetzt irgendwelche Sexseiten besuchen würde, nein. Also das. Naja, nicht Sexseiten, dass du dich mit jemandem über Sex so heiß unterhältst, so heiß chattest. Ach so Online-Sex? Ja, sowas, ja. Das, nee, also das machst du auch nicht. Eigentlich nicht. Machst du auch nicht? Nee, eigentlich nicht. Stichwort Freundin hast du gerade gebracht. Hast du eine Freundin zur Zeit? Ja, das ist auch so mit der Grund, warum ich mich ganz gerne von diesem Internet lösen möchte, weil sich nämlich meine Freundin damals wegen des Internets von mir getrennt hat. Ehrlich? Ja, also ich bin ja schon seit 2 Jahren so in dieser Phase drin, sag ich mal. Und vor einem Jahr hat sie sich von mir getrennt, weil sie sagte, es kann doch nicht wahr sein, dass der PC wichtiger ist als ich. Womit sie völlig recht hat.
sehe ich im Endeffekt ja auch genauso. Aber irgendwie war dieser Zwang immer noch da. Aber das bedeutet doch auch, dass nicht nur die Freundin wahrscheinlich weg ist, sondern auch viele Freunde oder gute Bekannte, weil du definitiv nicht so viel Zeit hast. Ne? Also ich sag mal so, bis vor 2 Jahren war ich auch noch sehr, sehr viel unterwegs, auch am Wochenende und so, hab da viel Party gemacht mit meinen Freunden zusammen. Aber das hat sich jetzt auch total eingeschränkt. Mein Freundeskreis ist sehr stark zusammengeschrumpft. Das sind jetzt vielleicht noch 2, 3 Leute. Wie wundersam, dass du überhaupt noch so etwas wie diese Fernseh- oder Radiosendung hier wahrnimmst, dass du nicht ständig, oder läuft das so nebenher? Ja, also ich sag mal so, ich habe ja in meinem Zimmer einen PC und einen Fernseher gleichzeitig. Das heißt, im Moment, bist du auch im Moment am Chatten? Und unterbrichst das? Ich bin nicht am Chatten, aber ich bin auch am PC. Also ich werde da wohl auch gleich wahrscheinlich wieder hin rüber wechseln. Ja, ist ein trauriges Leben. Ist ein trostlos trauriges Leben. Warum machst du es? Warum machst du es? Wenn selbst du sagst, da redet man über Belanglosigkeiten. Warum, ja. Ich sag mal, es fing erst ganz harmlos an. Ich bin ins Internet gekommen, hab da mich erstmal ausgetobt, was auch viele machen, denke ich. Ja, und irgendwie bin ich dann dran kleben geblieben und es wurde immer mehr und mehr und irgendwie fand ich kein Ende. So weit waren wir schon mal. Habe ich verstanden. Warum ist die Frage? Die Frage ist, warum? Was ist denn da so spannend? Wenn du jetzt, wenn du mir jetzt auch gesagt hast, ich bin absolut scharf auf Sex. Talks, also Cybersex-Erfahrungen, so könnte man ja vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, aber einfach nur so. Warum? Ich denke mal, es hängt auch damit zusammen, dass, wie ich ja gerade schon sagte, dass man gewisse Bekanntschaften geschlossen hat und dass man einfach interesseshalber einfach wieder reingeht, auf denjenigen wartet, wann der wieder online kommt. Hast du dich denn einmal im realen Leben mit einer solchen Person mal getroffen? Wir haben telefoniert. Na, immerhin, ein bisschen was. Ne? Ja, ein bisschen, ja. Telefoniert haben wir wohl schon mal. Aber es ist doch wirklich, wie gesagt, eine irgendwie irreale Welt. Mhm. Und diese Menschen sind nicht greifbar für dich. Und es ist doch eigentlich viel schöner, wenn man Menschen aus Fleisch und Blut hat und richtige Freunde, mit denen man in Kaffee, in die Kneipe gehen kann. Ja, das stimmt auch. Ich meine, ich habe ja auch selbst für mich gesehen, also ich weiß, dass es nicht gut ist für mich. Und ich bin jetzt auch seit gewisser Zeit in einer Behandlung. Echt, deshalb? Ja. In der psychologischen Behandlung? Ja, richtig. Ja. Da bin ich jetzt seit 8 Wochen ungefähr. Mhm. Da gehe ich einmal die Woche hin. Und hilft's was? Bitte? Nutzt es was? Ehrlich gesagt, bisher noch nicht so richtig. Ich weiß die Lösung. Da brauchst du keine psychologische Behandlung. Ja. Ja. Verkauf deinen PC. Der PC ist ja auch fürs Studium ganz wichtig. Dann brauchst du keinen, ja gut, fürs Studium vielleicht, zum Schreiben. Aber du brauchst keinen Internetzugang. Ja, das stimmt. Das kann ich auch über die Uni machen im Endeffekt. Genau, ja. Das wäre die radikale Selbsttherapie, Dirk. Dass du im Prinzip die Leitung kappst. Ja. Radikal. Von heute auf morgen. Und dann musst du sehen, wie du zurande kommst. Du wirst schon zurande kommen. Ich versuch's auf jeden Fall. Nur, das sage ich mir schon seit so langer Zeit und ja. Irgendwie finde ich so diesen entscheidenden Moment nicht, dass ich es mache. Ja, da musst du natürlich per Disziplin herbeiführen. Ne? Vielleicht müsste doch irgendwann mal irgendeiner sein, der vorbeikommt und sagt, so jetzt pass mal auf, jetzt zieh ich mir selbst raus den Stecker. Also psychologische Therapie in allen Ehren und es gibt ganz wichtige Bereiche, wo man das machen muss, aber in diesem Fall, glaube ich, könnte man sich das Geld und die Mühe sparen, da zum Psychologen zu gehen, wenn man mit den Dingen, ne? Ja. Und wenn du dann Entzugserscheinungen hast, wie auch immer, dann kannst du immer noch zum Psychologen gehen. Ich sag mal, ein Grund, um auch von sich aus zu sagen, ich will jetzt wieder ins reale Leben reinzukommen, ist auf jeden Fall auch meine Ex-Freundin, weil ich sie immer noch sehr mag. Aber wir telefonieren auch hier und da nochmal und ich weiß auch, dass sie keinen weiteren Freund hat bisher. Also das heißt, du hättest die Chance, nochmal zu ihr zurückzukommen? Ja, ich denke schon, Mensch, wenn ich mich in dem Bereich ändere. Ja. Das reden wir jetzt noch. Schmeiß diesen Scheißapparat raus. Oder das Modem oder den Zugang. Aber lass es sein. Ja. Ich denke, das muss ich einfach eine Hauruck-Therapie machen. Einfach rausgehen. Ja. Nicht sanft jetzt an dich rangehen, sondern krass. Ich sag mal, was bei mir jetzt noch ganz positiv hervorsticht ist, ich habe ja diese Flatrate, das heißt, als Student muss ich ja nicht viel Geld bezahlen. Und die geht ja jetzt in den nächsten Ende entgegen, in den nächsten 1, 2 Monaten. Von daher bin ich dann ja sowieso gezwungen, mich sehr stark einzuschränken. Ja, hoffentlich. Es gibt auch Leute, die dann auch Schulden machen. Ne? Ich wünsche gutes Gelingen. Ja. Ich wünsche gutes Gelingen mit der Radikalkur, Dirk. Dankeschön. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du deine Freundin wieder das ist wichtig. Für mich dieser Quatsch da. Ja, und wollte auf jeden Fall nochmal eben sagen, dass deine Sendung echt klasse ist. Ich danke herzlich. Okay. Tschüss. Tschüss, Domian.
So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ihr Fernsehzuschauer werdet es schon gelesen haben, die gerade reingezappt sind, ich hasse diesen Ort. Und ich meine damit, es gibt ja ganz viele Örtlichkeiten, die man so im Leben hinter sich lässt oder zu denen man gelangt, wo etwas Übles passiert oder wo etwas Schlechtes passiert ist. Und man sagt dann, an diesen Ort möchte ich nie wieder zurück, ich hasse diesen Ort. Oder vielleicht ist es sogar ein Ort, wo ihr noch nie wart, aber sagt, ich will da gar nicht hin. Ich find's grauenhaft. Ich habe die schlechtesten Vorstellungen und Gefühle, wenn ich nur dran denke. Wenn ihr mir von einem solchen Ort aus euren Gedanken, aus eurem Leben erzählen wollt, könnt ihr gerne machen, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Susanne ist dran und Susanne ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Susanne. Welcher Ort ist es bei dir? Ja, es ist der Gedanke, halt eben auf dem Friedhof zu liegen. Und zwar, es ist so, dass ich jetzt vor 2 Monaten eine Diagnose bekommen habe, die mich halt eben dazu gebracht habe, auch darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich jetzt dadurch sterben könnte. Was für eine Diagnose ist das? Ja gut, bei mir wurden jetzt mehrere Hirnaneurysmen festgestellt und ich Hirnaneurysmen? Ja, das ist also in der inneren Halsschlagader im Kopf. Also sozusagen Beulen, Aussackung. Beulen, ich hab's nicht verstanden, Beulen. Ja, Beulen, also das sind da halt eben sackartige Auswuchtungen. Also in der Halsschlagader, ist das hier unten oder ist es Nee, das ist oben im Kopf. Oben im Kopf. In der inneren Halsschlagader. Ja, Ausbeulungen also, in dieser Schlagader. Ja, und das ist angeboren sowas. Und es ist so, wenn die halt eben platzen, dann hat man Gehirnbluten. Und also der Arzt sagte mir, wenn es platzt, dann hätte ich auch nur eine 30-prozentige Überlebenschance und müsste damit rechnen, halbseitig gelähmt zu sein. Wie kam es denn überhaupt, dass das jetzt diagnostiziert ist? Hast du Beschwerden in irgendeiner Form? Also ich hatte jetzt schon lange Kopfschmerzen und ich war auch eigentlich jetzt immer bei einem Rheumatologen und dann dachten die, ja, das kommt vom Hals und so weiter. Und so kam das dann. Und es ist so, dass ich auch der zweite Fall in der Familie bin. Meine Schwester hatte das auch schon. Durch was kann denn so ein Platzen ausgelöst werden? Durch Überanstrengung, durch Bluthochdruck oder? Ja, also ich habe keinen Bluthochdruck oder sonst nichts. Das kann einfach so kommen. Also man kann auch jetzt nicht sagen, wann das mal so weit sein könnte. Aber es hängt jetzt so ein Damoklesschwert über dir. Das könnte, es könnte quasi jede Sekunde passieren. Gut, und man kann auch was dagegen tun. Das ist eben, wenn man das vorher weiß, dann kann man was dagegen tun. Also du kannst, wenn du Glück hast, eine alte Frau werden mit dieser Krankheit? Ja, es gibt ja halt eben Operationsmethoden und ich habe jetzt eine OP gehabt. Ach, die hast du schon gehabt? Eine habe ich gehabt und das ist so gewesen, dass man nur eins hat therapieren können auf dem Weg und jetzt wird die zweite OP bekommen und das wird dann eine offene Schädel-OP werden. Und bei dieser, ja, aber ich bin ja froh, dass das eine schon mal weg ist. Ich meine, ich kann echt froh sein, dass es... Aber ausgelöst durch diese Diagnose und durch diese schwere Krankheit hast du über deinen Tod nachgedacht und dann kam das mit dem Friedhof. Du sagst, du hast... Ja, den Gedanken, dass ich dort nicht hin möchte, den habe ich schon ganz lange. Den hast du schon lange? Ja, und es findet auch... Und da habe ich mich auch schon mit, wo ich 15 war, mit beschäftigt immer. Du möchtest also nicht so klassisch beerdigt werden, falls du... Auf keinen Fall. Stirbst. Auf keinen Fall. Also ich möchte auch nicht... ich bin auch nicht mehr in der Kirche und... Welchen Wunsch hast du denn, was man mit deinem Körper machen sollte? Also ich falls wollte immer verbrannt werden. Das ist mir ganz wichtig. Und ich wollte eigentlich immer, dass die Asche dann halt auch eben da, wo ich geboren bin, auch verstreut werde. Also ich bin auf dem Bauernhof geboren. Wollte ich sagen, in der Stadt ist es ein bisschen schwierig. Ne? Ja, ich bin also zu Hause geboren. Ich bin halt eben auch auf diesem Bauernhof geboren. Und das ist also auch echt total ein schönes Fleckchen. Und ich liebe diesen Ort. Und du möchtest auf einem Feld dieses Bauernhofes oder im Garten einfach verstreut werden? Eigentlich habe ich immer gedacht, es sollte ein Flugzeug darüber fliegen und das verstreuen. Und dann hat jeder immer gelacht und fand das also total bescheuert, wenn man nur darüber nachdenken kann. Ich finde das einfach schön, diesen Gedanken, wenn ich weiß, wenn ich dort irgendwann mal verstreut werde und es könnte doch sein, es könnte sein, dass eine Blume daraus kommt oder sonst irgendwas, finde ich schön. Das finde ich total schön. Also du möchtest nicht in eine Urne beigesetzt werden, dass die Asche in eine Urne beigesetzt wird, sondern es soll Ich habe das ja auch vor der OP alles schriftlich festgelegt. Ich habe es auch meinen Eltern gesagt. Aber das ist rechtlich in Deutschland, soweit ich informiert bin, doch nicht möglich, ne? Ja, aber ich habe denen ja gesagt, wenn jetzt, es ist ja so, dass man ja, das weiß ich, dass man vom Krematorium ja die Urne bekommt. Und ich habe denen auch gesagt, falls es nicht möglich ist, ob sie nicht dann die Asche auswechseln können und da was anderes ran tun, dann können sie ja von mir aus die Urne dahin packen. Da will ich ja nicht. Ja, die sollen also ein bisschen tricksen, deine Eltern. Die sollen die Asche schnell kriegen. Ja, meine Mutter wird das zum Beispiel nicht machen, aber eventuell mein Bruder. Mein Papa auch wahrscheinlich.
der akzeptiert das auch, aber meine Mutter zum Beispiel akzeptiert das nicht. Also ich will dir sagen, Susanne, bei allem Respekt und auch, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich finde es auch eine sehr schöne Vorstellung. Andererseits ist es natürlich für die Angehörigen ein sehr schwer, so einen Wunsch zu erfüllen. Die Vorstellung, ich komme aus dem Krematorium und meine Schwester wurde dort verbrannt und ich soll jetzt aus dieser Urne die Asche meiner Schwester klauen, irgendwo in Säckchen tun und dann mit meinen Händen irgendwo verstreuen, finde ich eine sehr, sehr schwere Vorstellung. Vielleicht sogar eine Zumutung, oder? Ich weiß nicht. Also ich denke schon, dass man, wenn man jemanden liebt, das auch machen würde. Weil quasi so als letzte Ehre. Es ist ja nichts Verwerfliches daran, sondern es ist ja eigentlich auch eine Geste, dass man denjenigen einen Wunsch erfüllt. Ja, und ich finde den Gedanken, ich meine, ich musste das jetzt auch schriftlich machen, gut, das ist ja jetzt zum Glück nicht passiert, aber es ist ja noch eine vor mir, wo ich auch nicht weiß, wie es sein wird. Und es könnte halt eben eine Folge daraus kommen, dass ich dann sterbe. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Mhm. Auch letzte Woche hattest du ja die Sendung Sterbehilfe. Mhm. Habe ich schon überlegt. Das war kurz vor der OP. Das ist, habe ich schon überlegt, rufst du jetzt an, weil irgendwie diese ganze Sache auch damit zu tun hat, wie man stirbt. Und du warst da kurz vor der OP, als wir die Sendung hatten? Ja, und dann habe ich es mir extra nicht angeguckt, weil ich dachte, wenn du das siehst, dann versuchst du es die ganze Zeit. Und du ist das ja noch gar nicht so lange her und dir geht es heute schon wieder so, dass du normal telefonieren kannst. Ja, es ist so, dass, also das ist jetzt eine OP, da geht man von innen durch die Leisten, geht man dann mit einem Katheter hoch bis in den Kopf und von unten, von den Leisten geht man ganz hoch. Mhm. Ja, also ich habe jetzt da alles noch Prellung und also es ist alles noch blau, aber es geht. Also es war auch so, dass ich noch bis Samstagabend um 10 Uhr auf Intensiv gelegen habe. Mhm. Ich bin aber dann Montag schon entlassen worden. Erstaunlich. Weil die halt eben gesagt haben, sie kann nichts tun und jetzt muss ich halt eben, es ist halt, sonst geht es mir ganz gut. Ja. Und halt eben nur die. Ich möchte mich mal fragen, du hast gerade in einem Nebensatz gesagt, deine Mutter möchte das eigentlich nicht, dass du verstreut bist. Nein, sie hat mir gesagt, wenn ich jetzt sterben würde, müsste sie sich ja echt schämen. Müsste sie schämen. Ich meine, sie meint das nicht böse. Weil du diesen Wunsch hast, musst du sie schämen. Ja, weil das so auf dem Lande ist und was würden dann die Leute denken? Mm. Die Leute, sie kann das sowieso nicht akzeptieren, dass ich nicht mal in der Kirche bin. Mm. Aber zu deinem Bruder hast du ein solches Verhältnis, dass du davon ausgehst, dass er dir diesen letzten Wunsch erfüllen würde? Also mein Bruder und mein Vater würden das tun, weil die das verstehen. Also die verstehen das. Kannst du so in so ein paar Sätzen erklären, warum du so eine Aversion gegen einen Friedhof und die klassische Beerdigungsmethode hast? Ich weiß nicht, also ich weiß so, mit 13 ist meine Oma gestorben. Und seitdem war ich eigentlich auch nicht mehr auf einer Beerdigung. Mhm. Und ich fand das ganz schlimm. Mhm. Ich fand das so schlimm. Da war ein Pastor, der sie gar nicht kannte. Mhm. Und der hatte einen geredet und er kannte sie gar nicht. Mhm. Und dann erzählt er was und er weiß ja nichts über diesen Menschen. Gut, das ist eine Frage, wie man das zelebriert. Aber du hast ja offensichtlich auch so eine Abneigung dagegen, dass der ganze Körper in die Erde gelegt wird. Ja, das finde ich auch ganz schlimm. Mhm. Und ich bin auch jetzt, seit ich das weiß, auch einmal auf dem Friedhof gewesen. Von mir aus allein, sonst bin ich da nie hingegangen. Und warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht, ich bin da einfach hingegangen und ich habe das Grab angeguckt und ich habe mir gedacht, nee, also auch wenn hier jetzt halt eben meine Großeltern liegen, also hier willst du auf keinen Fall hin. Ach so, um dich nochmal zu bestätigen, bist du da hingegangen. Das will ich auf keinen Fall so. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, man denkt da halt eben nach und dann macht man solche Sachen. Ich hoffe sehr, dass du noch lange nicht verstreut wirst, Susanne. Nein, aber ich meine, Nein, man muss sich damit beschäftigen. Ich finde das auch sehr richtig. Und man muss da auch klar man muss darüber reden. Es ist alles in Ordnung, finde ich auch. Dennoch hoffe ich natürlich, dass du gesund bleibst und dass man das in den Griff bekommt. Ja, das hoffe ich auch, klar. Ja. Das hoffe ich. Und ich habe jetzt auch im Krankenhaus so viele schlimme Fälle gesehen. Mhm. Und das hat mir eigentlich auch Mut gegeben. Mhm. Ich habe nur gedacht, ich kann jetzt nicht deswegen traurig sein, dass jetzt nur eins geklappt hat. Also wenn jetzt beide hätten geklappt, dann wäre ich jetzt also sozusagen mit durch gewesen. Mhm. Aber ich werde deswegen überhaupt nicht, also ich bin in keinster Weise deswegen traurig. Ich bin einfach nur froh, dass eins geklappt hat. Und von daher bin ich echt total froh drüber. Toll, toll, toll für die nächste Operation. Die ja größer sein, wie du es gerade erklärt hast. Ja, und dann habe ich, die wird halt eben, ich habe mir das aber schon irgendwie gedacht, irgendwie hatte ich das im Gefühl, dass wenn dann, wobei das in Frage kommt, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das im Gefühl. Alles Gute, liebe Susanne. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich hasse diesen Ort. Und zu diesem Thema hat auch angerufen, 77 Jahre alt, Eleonore, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, guten Morgen. Ich grüße dich und dein ganzes Team ganz besonders herzlich. Das ist ja nett. Ich bin eine regelmäßige Zuschauerin. Ja.
Und zu deinem heutigen Thema fiel mir etwas ein, was ich nicht vergessen kann. Ja. Und zwar spielte das im Jahre 1940. Da war ich 17 Jahre jung. Mhm. Und zwar war ich in der Lehre im letzten Lehrjahr und bekam einen Anruf von der Freundin meiner Chefin. Mhm. Und die fragte mich, ob ich wohl so lieb wäre, eine ältere Dame privat das Haar zu machen. Also du hast Friseuse gelernt. Genau. Mhm. Mhm. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich. Und dann hat sie mir die Adresse gesagt. Und dann ist sie mit mir dahin gegangen. Und dann stellte ich natürlich schnell fest, es war eine alte Dame, die wollte ihre Haare gefärbt haben. Mhm. Und das war eine Jüdin. Mhm. Und sie hatte ein großes Möbelhaus, was man schon enteignet hatte. Mhm. Und ich habe die bedient und habe sie dann regelmäßig bedient. Auf alle Fälle habe ich dann irgendwann für den Sohn von meinem Chef und anderen Geschäftsleuten den Nikolaus gemacht und habe eine Kollegin mitgenommen als Knecht Ruprecht. Mhm. Und als wir die jetzt alle abgegangen waren, da wollte ich unbedingt zu den Juden. Ich hatte da ein Gedicht gemacht und ein paar Präsente. Mhm. Und da wollte ich die nicht mit hinnehmen. Und dann hat sie mich aber doch überredet. Also ich habe nicht gesagt, ich will noch zu Juden, sondern mhm. ich will da noch zu einer alten Dame. Mhm. Und da möchte ich sie nicht so gerne mit hinnehmen. Nein, sie hat mich überredet. Ich habe sie dann auch mit hingenommen. Und dann hat sie sehr schnell festgestellt, dass das Juden waren. Mhm. Also das war eine Jüdin und von ihrem Sohn, der schon in Amerika war, war ein Freund da. Ja. So weit, so gut. Und die haben sich von all denen, wo er vorher waren, am meisten gefreut, mhm, weil das eine besondere Überraschung war für sie. War das gerecht, wenn ich unterbrechen mag, Eleonore, ja. Du warst 17 Jahre alt. War 17. Und du warst ja nun auch dieser Nazi-Propaganda ausgesetzt. Du bist damit groß geworden. Ja. War das für dich schon was Ungewöhnliches, zu einer jüdischen Familie zu gehen? Das war für mich insofern nicht ungewöhnlich, weil mal der jüngste Bruder meiner Mutter eine Jüdin geheiratet hat. Ach so. Und die waren schon also über die grüne Grenze zur Schweiz und dann weiter nach Tel Aviv. Also war das Tel Aviv war zu dem Zeitpunkt unter englischer Regierung und da sind die von Tel Aviv verfrachtet worden, weil sie Deutsche waren, nach Afrika. Mhm. Also warst du mit dem Thema vertraut und warst innerlich eigentlich auf Seiten der jüdischen Mitbürger? Dem zugetan. Zugetan. Ja. Erzähl es mal weiter, um welchen Ort es sich jetzt handelt, den du hast. Ich komme jetzt wieder weiter zurück. Also diese Nikolaus-Geschichte war erledigt. Am anderen Tag bekam ich 5 Chrysanthemen, gelbe Chrysanthemen. Und da standen Kärtchen bei dem wunderbaren Nikolaus. Und diese Chrysanthemen waren von dieser Jüdin. Mhm. Und dann bin ich hergegangen, weil ich dem Braten nicht traute mit der Kollegin. Mhm. Hab ihr 3 Chrysanthemen gegeben und ich habe die 2 genommen. Ein paar Tage später, ich war so ziemlich mit meiner Kundin die Letzte zum Feierabend hin, da saß vorne im Verkaufsraum ein Herr, ganz in Leder. Dem habe ich aber gar kein Interesse beigemessen. Und als ich dann die Kundin bedient hatte und die raus war, da rief ich dann Gute Nacht und wollte gehen. Und dann sagte mein Chef, nein, komm mal nach vorne, hier ist jemand, der dich sprechen möchte. Das war Gestapo. Das war die Gestapo. Mhm. Und die Kollegin hat das verpfiffen. Die hat mich verpfiffen. Die hat dich verpfiffen. Mhm. Und dann hat mir dann einen Termin gegeben. Der hat ja nur ein paar Fragen gestellt. Mhm. Und hat mir einen Termin gegeben, da musste ich zu diesem Gestapo-Büro oder was immer das war. Lulu, lass uns noch mal erklären. Die hat dich verpfiffen, weil man das nicht machte damals als Deutsche, ne? Ja. Man ging nicht zu einer jüdischen Familie, ja. Sogar in freundlicher Absicht. Die haben dich verpfiffen. Welche Konsequenzen musstest du dann erleiden oder ertragen? Also, dass alle Kollegen und Kolleginnen, wo ich gut mit mir mitkonnte, dass die mich alle angefeindet haben. Mhm. Und als meine Einberufung zum Arbeitsdienst kam, also ich hatte dann meine Gesellenprüfung gemacht, und als die Einberufung zum Arbeitsdienst kam, dann fühlte ich mich wie erlöst. Mhm. Mhm.
Welchen Ort meinst du jetzt genau? Diesen Ort hasse ich. Das war in einer Stadt gelegen im Souterrain. Und dieser Raum war ziemlich nüchtern. Da stand ein Schreibtisch. Ach, das war ein Raum der Gestapo, meinst du jetzt? Der Gestapo. Ne? Ah, ja. Da stand ein Schreibtisch drin, der von der Gestapo saß dahinter. Mhm. Wie lange haben die dich denn da in die Mangel genommen? Auch bestimmt 2 Stunden. Haben die dich auch geschlagen? Oder die nein, die haben mich nicht geschlagen, aber die haben mich beschimpft als Vaterlandsverräter insofern, weil 2 Brüder von mir Soldaten waren. Mhm. Und du bist dann quasi geächtet worden von deiner Umwelt. Die haben dich schlecht behandelt und auf dich herabgesehen, nachdem du das gemacht hast und das dann bekannt geworden war bei der Gestapo. Ja, ich wurde regelrecht angefeindet. Ja. Ich wurde dann mehrere Male verhört. Und diese Betreffend, die das vermittelt hatte, die hatte ja nun Angst, weil ich ja ziemlich jung war, dass ich ihren Namen preisgeben würde. Mhm. Aber ich hatte mir vorgenommen, das nicht zu tun. Mhm. Ich habe der Gestapo gesagt, eines Tages wurde ich ans Telefon gerufen und diese Dame hat gesagt, ob ich wohl ihr die Haare machen kann, weil sie alt ist. Und du hast du gerade gesagt, dass du, als du dann zum Arbeitsdienst kamst, da hast du Ruhe. Das wundert mich, dass man das dir nicht weiter dann auch dahin nachgetragen hat. Nein, da wusste das ja niemand. Da wusste es niemand. Ach so, deshalb. Ich habe mich behütet, davon zu reden. Ah, ich verstehe. Ja. Also, das ist nur auch äußerst verständlich, dass man sagt, ich hasse diesen Ort, wenn man in Kontakt mit der Gestapo kam, weil man in der jüdischen Familie eine Freude gemacht hat. Domian, wenn ich dieses Haus sehe, geht mir heute noch ganz komisch. Ist das in deiner Stadt? Du lebst in der Stadt noch? Nein, also ist eine Nachbarstadt. Mhm. Ich komme da auch weniger hin. Mhm. Aber wenn ich da hinkomme, ist in der Nähe vom Theater, dann muss ich da hingucken. Und also es geht mir immer noch unter der Haut. Ich kann es gut verstehen. Als du gestern dein Thema gesagt hast, da habe ich gedacht, welcher Ort? Sofort hatte ich das in Erinnerung. Umso besser, dass du durchgekommen bist und es hast erzählen können hier. Ja. Ich freue mich sehr, wenn ältere Leute auch aus dieser Zeit erzählen, weil das ist lebendige Geschichte. Das ist viel besser, als wenn man das nachliest in irgendwelchen Büchern. Ja. Ich danke dir sehr herzlich, wünsche dir alles Gute und bleib mir und uns hier treu. Aber ganz bestimmt, Domian, das ist solange schön. Es mich gibt, werde ich immer dabei sein. Das ist ein beruhigendes Gefühl für mich. Ja. Alles Gute, Eleonore. Danke. Tschüss. Dir auch. Dankeschön, tschüss. 1.32 Uhr und 44 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 33 und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ich hasse diesen Ort. Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Welchen Ort hasst ihr, wenn ihr so durch euer Leben schaut und zurückschaut? Gab es einen Ort, der euch so unangenehm in Erinnerung ist oder an den ihr schlechte, wirklich sehr schlechte Emotionen und Gefühle knüpft, dass ihr sagt, ich hasse diesen Ort? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefon 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Sali ist dran. Sali, 24. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Ein männlicher Name? Ja. Ein türkischer Name? Ein türkischer, ja. Sali. Sali, erzähl, welchen Ort hast du? Also, ja, wo soll ich anfangen? Ich hasse den Ort in der Türkei. Das ist ein Dorf, also ein Vorort von einer Stadt. Und durch die Erdbeben, ja, was vor 2 Jahren da war, hatte ich halt meine Großeltern, eine Tante und eine Cousine verloren. Mhm. Und halt ein Onkel ist durch diesen Erdbeben halt auch querschnitt geblieben. Mhm. Ja. Warst du kurz nach dem Erdbeben oder sogar während des Erdbebens dort vor Ort? Nein, ich war nicht da. Ich war hier in Deutschland mit meinem Vater. Mein Vater ist ein Geschäftsmann, hat eine Firma und habe ihn halt da unterstützt gehabt. Mhm. Und ja.
Wann bist du denn dann das erste Mal runtergefahren, nachdem das Erdbeben passiert ist? Gar nicht, bis heute nicht. Bis heute nicht. Mhm. Nein, ich weiß nicht, ich habe, ob das Angst ist, wenn ich da bin, dass da wirklich nochmal ein Erdbeben sein könnte, oder ob das Hass. Hass kann man ja auch sagen, ne? Hass kann man sagen, aber auf was Hass? Auf Schicksal, auf die Natur, Schicksal, oder? Genau, und halt auf die Stelle, weil das da, wo unser Vorort ist, sag ich mal, unser Dorf, mhm. unser Städtchen, mhm. das ist ja auch ziemlich, also es ist immer Erdbeben dort. Es mhm. war nicht immer so heftig, nicht mhm. so stark, ja. War denn dein Vater oder irgendjemand anderes von der Familie, der hier eigentlich lebt, mal unten und hat sich alles angeschaut? Mein Vater war da. Mhm. Meine Mutter ist hingefahren, also hingeflogen mhm. nach dem Erdbeben. Meine Mutter war ja 2 Wochen vorher noch da. Mhm. Wir hatten auch halt überlegt gehabt, ob sie ihren Türkei-Urlaub auch noch verlängern wollten. Mhm. Aber was sie zum Glück nicht getan haben. Mhm. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Die Verwandten, die du oder die ihr verloren habt, die umgekommen sind durch das Erdbeben, hat man die gefunden? Oder sind die? Die hat man gefunden. Hat man gefunden. Die sind auch beigesetzt worden dann. Ja, mhm. ziemlich schnell. Mhm. Na, weil das war halt damals so, durch diese Erdbebengeschichte waren überall Tote. Mhm. Nur Tote. Also mhm. die Ja, Hauptstadt, wir haben die Bilder hier gesehen, das war ganz, ganz schlimm. Ja, die Hauptstadt, die wurde wirklich, man sagt ja, dem Erdboden gleich mhm. gemacht, ne? Mhm. Und da, das war wirklich. Gibt es noch sehr viele Verwandte in dieser Gegend oder in diesem Ort von dir? Ja. Vielleicht? Mein Vater hat da wieder gebaut, er möchte da auch gerne weiterleben. Ehrlich. Ich wollte mich jetzt gerade fragen, ob denn die Leute, aber es ist immerhin die Heimat, aber ich frage es trotzdem, wegziehen aus der Gegend, aus Angst vor dem Erdbeben? Nein. Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Mhm. Und dein Vater hat schon wieder da gebaut? Hat wirklich wieder mhm. da gebaut. Und möchte irgendwann, wenn er älter ist, ganz dort wieder leben? Ja. Ja. Aber du möchtest da nicht hin? Nee. Mhm. Ich war bis heute nicht da, ich war auch noch gar nicht an den Gräbern. Der Verstorbenen. Und aber versucht mir das mal noch mal genauer zu erklären. Ist es wirklich nur die Angst, was heißt nur, aber die Angst, dass in dem Moment, wo du vielleicht da bist, wieder etwas passieren könnte, oder ist es noch irgendwas anderes? Ja, ich sag mal so, in diesem Vorort, wo wir da wohnen, mhm. ne, da sind sage und schreibe nur 6 Häuser ineinander gefallen. Mhm. 6. Ja. Und da so eine, ich weiß nicht, wie nennt man das, Erdbebenspalte? Also so ein... Ja, vielleicht. Wie sich das dem Weg bahnt, sag mhm, ich mal. Ne? So, das war ja genau da, also unser Haus stand genau da drunter. Mhm. Ja, so. Und andererseits, ich habe den Ort, das ist ein schöner Ort. Ja, meine Frage war, ist es die Angst, dass es wieder passieren könnte? Auch, ja. Ja, was noch? Ja, Hass, weil diese Menschen auf einmal nicht mehr da sind. Mhm. Dieser Ort, also. Und du wirst, wenn alles, du. Also wenn, und, ich, wenn du dann da bist, wirst du besonders dran erinnert. Eben. Mhm. Also, nimmt denn deine Familie dir das übel, dass du keinen Besuch gemacht hast? Kann man das verstehen? Ja, die nehmen es mir sehr übel. Das glaube ich. Also ein Cousin von mir, der heiratet in 2 Wochen, mhm. auch da. Und so gemischte Gefühle. Ich habe gesagt, dass ich arbeiten muss. Bist du denn der Einzige in der Familie, der diesen Ort meidet? Ja. Bist der Einzige. Das werden die anderen nicht verstehen können. Ja. Mhm. Also bei den Türken, sage ich jetzt mal so, ja, also das ist ziemlich heftig. Mhm. Ich habe auch schon ziemlich häufig Streit mit meinen Eltern, mhm. beziehungsweise mit meinem Vater gehabt, warum nicht, für wen baue ich denn, kommt mhm. dann da an. Mhm. So, ja. Gut, es ist eine irrationale Sache, das kann man gar nicht erklären wahrscheinlich. Du hast halt Angst und Hass und vielleicht löst es sich ja irgendwann in ein paar Jahren auf. Wer weiß, ne? Das kann man ja nicht sagen vorher. Ja. Mal schauen. Ja. Danke für deinen Anruf, Sally, und alles Gute. Ja, ich danke auch. Wiederhören. Jo, ciao. Doris, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Hallo, Doris. Du musst ein bisschen lauter reden, sonst höre ich dich gar nicht. Ja, okay. Nah rangehen ans Telefon. Ja, ich bin da. Um welchen Ort handelt es sich bei dir? Bei mir geht es um Schwimmbäder. Um Schwimmbäder? Schwimmbäder. Generell um Schwimmbäder? Ja, also auch mehr so größere Gewässer, Seen, Meer oder sowas. Also was? Wo man schwimmen gehen kann. Warum? Weil mein Sohn vor 4 Jahren ertrunken ist, im Alter von 7 Jahren. Wo ist er? In einem Hallenbad. In einem Hallenbad ertrunken? Mhm. Wie ist das passiert? Ich war selber nicht dabei. Aber mit meinen Nachbarn, seinen 2 Söhnen und noch ein Klassenkamerad von damals,
sind sie nachmittags schwimmen gefahren und sie waren eigentlich noch gar nicht richtig in dem Schwimmbad drin, aber wie ihr behauptet, der Nachbar halt, die Aussagen. Ja. Auf jeden Fall, er ist nicht mehr da. Konnte er, aber er konnte schwimmen? Nein. Er konnte nicht schwimmen? Nein. Er hat sich immer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ich habe alles versucht. Auch mit einer Freundin von mir, die ist Bademeisterin. Aber warum? Ich habe versucht mit ihm ganz alleine, mal nachmittags, ich selber mit im Wasser. Aber warum ist er denn dann überhaupt in ein Schwimmbad gegangen, wenn er nicht schwimmen konnte? Weil er unbedingt mit wollte. Er wollte er war ja so eine Wasserratte. Ich konnte mit ihm immer schwimmen gehen, aber er hat auch immer Schwimmhilfen angehabt. Was hat er angehabt? Schwimmhilfen. Armflügel. Ja. Ich war ja auch immer dabei, war ja auch nie alleine. Also er hat keine Angst vor dem Wasser gehabt, nein, aber hatte keine Lust, das zu lernen. Aber er wollte partout nicht schwimmen lernen. Aber wenn so etwas Schlimmes passiert, dann wird das doch alles rekonstruiert. Wie konnte es dazu kommen? Da muss doch laut Aussage des Nachbarn wäre er mit den Kindern, bevor er also ins Bad reingehen wollte, selber noch auf die Toilette gegangen, weil sein kleiner Sohn noch mal musste. Und er hätte sich dann mit dem Kleinen halt beschäftigt. Meiner hätte mit Schwimmflügel schon parat an der Türe dann gestanden. Wie er sich dann wieder rumgedreht hätte zu meinem Sohn, hätten die Schwimmflügel wohl auf dem Boden gelegen und mein Kind wäre weg gewesen. Aber es gibt und dann hätte er sich auf die Suche begeben und irgendwann hätte man irgendwie... Aber es gibt doch einen Bademeister in einem Hallenbad. Ja, der war wohl, laut Aussage ist er wohl dann, wie das halt alles passiert war, in dem Sauna hat er sich aufgehalten. Man hat ihn aus einer Sauna gefunden. Wie lange hat das denn gedauert, bis man dann deinen Kleinen gefunden hat? Ja, das weiß ich nicht. Es muss circa eine Viertelstunde gedauert haben. Da war alles also zu spät. Laut Obduktion so ungefähr muss er eine Viertelstunde schon. Die Finger waren schon blau, Zyanose. Und das dauert ja schon eine Zeit lang, bis das Blut ja, das kalte Blut bis am Herzen ist. Bis das mein Gott, Doris, als man dir dann damals diese Nachricht dann übermittelte. Oh ja. Das kann man doch gar nicht glauben in dem Moment, oder? Nee, kann man auch nicht. Mhm. Obwohl es irgendwie ein ganz komisches Gefühl ist. Man, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es sind unheimlich viele Sachen vorher passiert, die ich vielleicht auch irgendwo damit in Verbindung bringe, was jetzt hört sich vielleicht um ein bisschen esoterisch mit, denke ich mir mal. So Sachen, die vorher passiert sind. Also du meinst so Zeichen irgendwie, so übernatürliche Zeichen, die darauf hindeuteten, dass es so ein Unglück geben wird. Ja. Musstest du ihn dann auch nochmal identifizieren? Ich habe mich von ihm verabschiedet. Hm. Ich habe ihn in den Arm genommen und ich habe ihn nochmal geküsst. Er hat gelächelt. Hm. Das ist der Grund, weswegen du Gewässer und Wasser hast. Ja. Und weil ich Angst davor habe, vielleicht das Gesicht von ihm da zu sehen. Hm. Weil ich mir immer, ich weiß, ich habe manchmal so die Vorstellung, dass er vielleicht unter Wasser so nach mir gerufen hat irgendwie. Hm. Weil es war das erste Mal, dass das Kind ohne mich weg war. Das allererste Mal. Das erste Mal, dass ich ihn abgehen lassen, wo ich nicht dabei war. Das ist jetzt, du sagtest gerade 2 Jahre her. Am 11.07. ist es 4 Jahre. 4 Jahre her. 97 war das. Und er war 7 Jahre alt. Mhm. Früher hattest du ein normales Verhältnis zu Gewässern. Du kannst schwimmen auch. Wir sind immer viel schwimmen gegangen. Wir sind immer schwimmen gegangen. Immer. Und er kam immer wieder zu mir, wenn wir auch im Freibad waren. Ich habe immer Blickkontakt zum Kinderbecken gehabt. Er war auch da mit Schwimmflügeln. Er kam immer zu mir. Der war unheimlich vorsichtig, auch wenn er mit dem Rad ums Haus fuhr. Er rief mich immer wieder auf den Balkon, dass er wieder da ist und dass er noch eine Runde fuhr. Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Warum die Schwimmflügel, die waren auch, wie ich die bekommen habe, waren die... Einen Schwimmflügel, die waren beide Kammern, die ganze Luft raus. Und bei dem anderen Schwimmflügel, da war auf der einen Kammer die Luft raus und bei der anderen war ein bisschen drin. Also was so komisch ist an der Geschichte, so merkwürdig, in einem Hallenbad sind doch sehr viele Leute. Das muss doch einer gesehen haben. Ich verstehe die ganze Sache nicht. Das ist ja auch das, was mich quält. War denn die Polizei eingeschaltet danach auch? Ja, auch. Ja. Alles. Kripo war da, Staatsanwaltschaft war alles. Gab es in einem Verfahren, ist irgendetwas... Es läuft. Ich habe eine... Klage wegen fahrlässiger Tötung gegen die Stadt Frechen, also das Bäderamt Frechen. Ja. Weil mein Sohn zu der Zeit in den zwei Jahren das vierte tote Kind ist. 11 Monate vorher haben sie ein Mädchen aus Fürth an der gleichen Stelle wohl rausgeholt, die war auch tot. Mhm. Und jetzt vor 3 Wochen ist auch wieder ein 6-jähriger Junge aus dem Kölner Kinderheim da. Das ist ja unglaublich. 19-Jährigen auf dem Boden treibend, also gefunden worden. Und nochmal, um es nochmal festzuhalten, als dein Kind ertrunken ist, war der Bademeister in der Sauna? Man hat ihn aus der Sauna holen müssen, ja. Laut Aussage. Und die Sache liegt 4 Jahre zurück und jetzt laufen noch die Ermittlungen. Und immer noch. Das heißt, das ist für dich auch ganz schwer, du kommst gar nicht zur Ruhe, ne? Ja.
das Thema ist ständig da und wird hochgekocht. Ich habe also jetzt hier Berichte, Obduktionsberichte und also Berichte auch so, alles Mögliche. Ich habe also teilweise das Gefühl, ich war überall dabei. Hm. War der, schwer, das zu lesen. War der Junge dein einziges Kind? Ja. Was alleinerziehend. Der, alleinerziehend auch noch. Ja. Was ist mit dem Vater? Hat er sich darum gekümmert auch? Oder? Doch, auf jeden Fall. Das ja. Mhm. Also die zwei haben ein tolles Verhältnis auch so mit der Familie. Also nein, da gibt es gar nichts. Mhm. Für ihn ist es auch ganz schlimm. Wie lange hast du gedacht, ich ertrage diesen Schmerz nicht? Ich halte das nicht aus. Ich ertrage ihn heute noch nicht richtig. Es heißt immer, die Zeit heilt die Wunden. Das stimmt nicht. Die lernt, damit umzugehen. Das in den Griff zu kriegen. Das mit mir selber auszumachen. Nicht mehr draußen vor den Menschen. Ich kann draußen drüber reden. Ich wollte auch gerade sagen, viele Leute denken jetzt vielleicht, Mensch, die Doris, die erzählt ja so ganz sachlich drüber. Ja, die meinen, ich wäre unheimlich hart. Nein, ich kann mir das schon gut vorstellen. Du hast so viel darüber gesprochen und das liegen 4 Jahre zurück, dass man einfach die formalen Dinge einfach wirklich auch so erzählen kann. Ne? Und das, ich könnte mir vorstellen, dass es immer wieder einsame... Ich habe eigentlich von Anfang an drüber gesprochen. Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es immer wieder einsame und sehr schwere Stunden für dich gibt, wenn du alleine bist, wo alles einbricht in dir. Also und immer. Ich denke jeden Tag noch an ihn. Auch in meiner Wohnung, ich habe überall Bilder. Manche Leute, die können kaum hier reinkommen, aber die sagen, er ist in der Galerie. Ist mein Kind, er ist immer noch bei mir. Hat er ein eigenes Zimmer in deinem... Hast du dieses Zimmer auch noch unberührt gelassen? 2 Jahre. Viele Leute machen das ja, wenn sie... Zwei Jahre. Und dann habe ich es einer jungen Frau gegeben, die mit ihrem Kind auch ziemlich schlimm dastand. Und habe ich aber dann gesagt, ausräumen, wo ich dann nicht so dabei war. Alles mitnehmen, Kleider, Spielsachen, Videokassetten, Videorekorder, alles, Fernsehen, alles weg. Alles weg. Alles weg, alles. Ich wollte alles, Teppich, alles raus, alles. Du hast gerade gesagt... Ich hatte quasi gleiche Alter wie er, von der Größe her, alles mit. War zwar ein Mädel, aber ist egal in dem Alter. Du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen esoterisch, hast du selbst gesagt, aber ist ja völlig wurscht, dass es irgendwie vorher Anzeichen gegeben hat, dass ein Unglück wenn droht. Wenn ich zurück überlege. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel, war wir am 95 im Eiselmeer. Damals hatte ich noch eine Beziehung und waren wir mit einem Boot draußen, dann habe ich ihm eine Schwimmweste angezogen, sind wir was rausgeschwommen, Schatten losgelassen, er ging unter. Dann habe ich ihn wieder hoch und dann mit ihm wieder zurück. Hab dem Bekannten dann gesagt, dass sie wohl kaputt ist, weil die war wohl von seinem Enkel. Er hat sie überprüfen lassen, er meinte, die wäre nicht kaputt gewesen. Jetzt weiß ich nicht, warum mein Kind unterging. Ja, oder meine Schwester, die war, wann war das? Die war im Mai 97, war sie in Amerika. Und da hat eine Dame ja aus der Hand gelesen. Ich muss dazu sagen, mein Vater ist damals schwer krank gewesen, der ist auch vor einem Jahr gestorben. Und da hat sie eher gesagt, aus der Hand gelesen, und meinte, sie sieht ein Ehepaar, ein kleines Kind, eine junge Frau, sie gehört dazu und doch nicht dazu. Und zu der Zeit war ja mein Sohn, ich habe ja voll gearbeitet halt auch noch. Und der war, da habe ich dann abends zu meiner Mutter gebracht und sie hat ihn dann morgens für die Schule fertig gemacht und ich habe ihn dann nachmittags geholt, weil wir wohnten von der Straße auseinander. So hat sich das so ein bisschen revanchiert. So, und dann meinte sie halt wohl, dass das Ehepaar meine Eltern ist, das Kind mein Sohn und ich gehöre dazu und doch nicht dazu, weil ich ja indirekt dann dabei bin. Und dann meinte sie halt, bei den Personen ist der Tod. Das würde aber in dem Jahr noch eintreten. Meine Schwester vermutete da meinen Vater. Aber in dem Jahr ist der Kevin gestorben. Aber was soll man daraus für Schlüsse ziehen, wenn man so etwas hört? Ne? Das ich weiß nicht, vielleicht suche ich mir auch irgendwo oder ich klammer mich vielleicht an irgendwelche Erklärungen. Irgendwie für mich, weil vielleicht... Aber so hättest du es auch nicht verhindern können. Das war durch so eine Aussage von einer Kartenlegerin. Ja, man weiß es ja gar nicht. Ja, das kommt ja hinzu, natürlich. Ja, ja. Man weiß es nicht. Wäre ja schlimm, wenn man vorher immer alles wüsste. Das sind ja eigentlich so Sachen, die soll man ja gar nicht so ernst nehmen. Ja, ja, eigentlich man nicht. Man soll ja spielerisch damit umgehen. Aber man denkt doch an viele Sachen zurück. Irgendwo Doris, einem dann so Sachen. Ich kann dir nur wünschen, dass du auf jeden Fall, dass ihr Recht oder dass du Recht bekommst. Es geht eigentlich gar nicht ums Recht. Es nein, geht aber einfach das, nur, dass da irgendetwas passiert. Ja, und das weil ist die haben da keine Gesetze, die haben Richtlinien. Ja, ich habe da mir gewisse Bücher besorgt, wo wir reingeschaut haben. Also wir haben da schon einiges gemacht. Ne? Also ich finde so wichtig, dass eine Klärung dass stattfindet. Irgendwo mal eine Auflage kommt, dass es nicht immer nur größer, mächtiger, weiter und toller ist ja alles toll, aber man soll auch nicht die Sicherheit vergessen. Klar, das weil man kann nicht hinter Wasserfälle gucken, man kann nicht hinter künstliche Sträucher gucken. Es gibt immer tote Ecken. Das auf jeden Fall. Unter Wasserkameras. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass es für dich gut wäre, wenn eine Klärung mal stattfinden aber würde. Irgendwann doch. Es sollte mal langsam zum Ende kommen. Stimmt. Ja. Okay. Von Herzen alles Gute. Wünsch dir was. Dankeschön. Tschüss, Doris. Bis dann. Ciao. Tschüss.
25 Jahre alt und Sandra heißt sie. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Sandra. Ja, ich hasse diesen Ort. Welchen Ort hast du? Ich hasse eine gynäkologische Arztpraxis. Eine ganz bestimmte? Eine ganz bestimmte, ja. Was ist denn da passiert? Und zwar, auch wenn ich mich jetzt bei ganz vielen Zuschauern tierisch unbeliebt mache, aber ich habe vor einem Jahr mich für eine Abtreibung entschieden. Mhm. Und wurde halt von meinem Vertrauensfrauenarzt zu diesem Arzt geschickt, weil in jeder Stadt ja nur so ganz bestimmte Ärzte was machen dürfen. Mhm. Und ich kam dann dahin und es war echt eine einzige Katastrophe. Inwiefern? Mein Problem ist halt jetzt echt einfach, dass ich noch mit niemandem wirklich drüber geredet habe. Mhm. Es war zwar auch nach dieser ganzen Prozedur in psychologischer Behandlung, aber meine Psychologin ist auf das, was in dieser Arztpraxis wirklich passiert ist, nicht eingegangen. Also sie hat halt immer noch geglaubt, dass ich Schuldgefühle wegen dieser Abtreibung an sich habe. Was ist denn da genau passiert in der Arztpraxis? Erzähl mal. Ja, und zwar habe ich halt auch von meinem Frauenarzt halt gesagt bekommen, es wird ein Anästhesist da sein. Mhm. Ich werde eine Vollnarkose bekommen und werde dann halt 2-3 Stunden in dieser Arztpraxis noch bleiben müssen, um halt wieder zu mir zu kommen und so. Und ja, ich war eigentlich schon ganz gut drauf vorbereitet. Der Vater des Kindes hat mich sogar begleitet dorthin. Und es kam dann in dieses Behandlungszimmer. Alles ging wahnsinnig schnell, also es war kein Anästhesist in der Nähe, der mich irgendwie durchgecheckt hat oder so. Also musstest du auf den Gynäkologenstuhl drauf? Ja. Ja? Bei vollem Bewusstsein? Bei vollem Bewusstsein. Und wurde die Abtreibung dann auch vorgenommen bei vollem Bewusstsein? Nee, ich habe schon eine Narkose bekommen. Mhm. Allerdings war es halt so, dass dieser Frauenarzt selbst die Narkose gespritzt hat. Mhm. Und ich bin auch vorher angekettet worden, ja, also an diesem Stuhl, dass ich mich halt nicht Na gut, das ist ja vielleicht auch, das ist ja vielleicht auch normal, ne? Klar, normal. Aber diese ganze Atmosphäre in dieser Arztpraxis, diese Arzthelferinnen, die waren. Haben die dich schlecht behandelt? Ja, die haben es auf jeden Fall. Unfreundlich auch behandelt. Unfreundlich, ja. Bist du denn medizinisch ordentlich versorgt worden oder hast du da auch Kritik? Es war dann halt so, dass also dieser Arzt die Narkose gespritzt hat und ich gleich, nachdem ich, also 10 Minuten später bin ich wieder aufgewacht und konnte sofort die Arztpraxis verlassen. Ich bin sofort nach Hause gegangen, ohne noch irgendwie lange da zu bleiben oder so. Und als ich dann zu Hause ankam, habe ich fürchterliche Schmerzen bekommen. Mhm. Ich dachte aber zu dem Zeitpunkt noch, naja, alles normal. Jetzt spielt natürlich auch die Psyche eine große Rolle, weil mein Gefühl die ganze Zeit gesagt hat, du darfst das nicht machen, aber mein Kopf irgendwie gesiegt hat. Ist es vielleicht auch, Sandra, vielleicht so eine Mixtur auch, dass du einmal die Schuldgefühle hast und zum anderen eben in dieser Arztpraxis du nicht ordentlich und korrekt behandelt worden bist? Kann das sein, dass es so eine Mischung auch von beiden ist? Ja, es ist eine totale Mischung. Also es ist echt eine Achterbahn der Gefühle gewesen. Absolut. Aber nochmal, meine Frage war nochmal, bist du medizinisch ordentlich behandelt worden? Nein, eben nicht. Also ich habe ja dann diese Schmerzen bekommen und habe mich dann übers ganze Wochenende dann halt drüber geschleppt und konnte echt kaum noch gehen vor Unterleibsschmerzen und bin dann am Montag dann wieder dorthin gegangen. Und da hat er dann festgestellt, dass sich ein Blutgerinnsel in meinem Unterleib gebildet hat. Und das musste nochmal ausgeschabt werden. Das hat er auch wieder gemacht? Das hat er auch der gemacht, genau. Und ich sollte also dann am nächsten Morgen wieder hinkommen. Und ich kam dann auch wieder mit einer Freundin halt hin, die hat mich begleitet. Und eigentlich war die Arztpraxis geschlossen, also außer mir war niemand da. Und es lief wieder genau so ab, Zack, zack, unfreundlich. Diese Arzthelferin stellt mir einen Eimer unter. Das ist so abartig, wirklich, wenn ich mir das noch vorstelle. Dieser kalte, widerliche Raum und diese Arzthelferin, die war fett und widerlich und
das kann ich gar nicht in Worte fassen. Wie, die stellt dir einen, was heißt das, sie stellt dir einen Eimer drunter? Ja, sie hat einen Eimer unter diesen Tisch gestellt. Und das auch schon schon vor dem Abbruch. Also in meinem Kopf ist genau derselbe Film abgelaufen wie bei dem Abbruch. Also das heißt, dass ich bei dieser Ausschabung diesen Abbruch total realisiert habe im Endeffekt. Ja? Also bei der zweiten halt Behandlung. Die ganze Situation davor halt, die Vorbereitung ne? Und ja, und dann hat er mir halt wieder die Narkose gespritzt und als ich dann aufgewacht bin, haben dann nur diese Arzthelferin mich festgehalten, haben gesagt, ich sollte endlich Ruhe geben und warum ich so rumschreien würde. Und also, so. Ich kann das gut verstehen, wie du das jetzt rübergebracht hast, dass das wahrscheinlich ein Horrorort deines Lebens ist. Ja. Hoffen wir, dass er da nie wieder hin muss, Sandra. Nee. Also oder hingehst, freiwillig natürlich. Nee, auf keinen Fall. Und das Schlimmste war ja noch als oh, Sandra, jetzt kackt unsere Leitung weg. Ich höre dich jetzt nur noch so wellenartig. Ich wünsche alles Gute. Auf Wiederhören. Jetzt ist sie ganz weg. Aber wir waren ja mit dem Gespräch auch fertig. Silke ist dran. Silke ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi. Hallo Silke. Gestern Nachmittag hat mein Freund mit mir Schluss gemacht. Mhm. Wir waren eine Woche zusammen. Dann heißt unsere Sendung, ja, ich hasse diesen Ort. Das war an der Bushaltestelle, wo das alles angefangen hat. Ja. Das war bei uns in Dortmund am Friedenbaumpark. Ihr wart eine Woche zusammen? Wir waren eine Woche zusammen. Das war eine schöne Woche, wirklich. Geht ja noch, eine Woche. Ja. An der Bushaltestelle kennengelernt? Ja. An der Bushaltestelle wird Schluss gemacht? Ja. Wie im Film? Ja, das ist echt teuflisch. Die Bushaltestelle hat es in sich. Da habe ich meinen Ex-Freund auch kennengelernt. Nee, ist nicht wahr. Gott sei Dank hat er da nicht Schluss gemacht. Dann hätte ich ja einen kompletten Zusammenbruch gekriegt. Und das, also diese Bushaltestelle hat jetzt irgendwas ganz Besonderes. Ja, wieso hat er den Schluss gemacht an der Bushaltestelle? Nach einer Woche? Ja, er meint, er hätte jetzt auf einmal eine andere. Er hatte es vorher auch schon mal angedeutet, aber das habe ich ihm nicht abgenommen. Ja, nur musst du ja wahrscheinlich immer wieder zu dieser Bushaltestelle gehen, ne? Ja, klar, das ist es ja, aber mein Hobby ist Busfahren. Die Dortmunder Stadtwerke. Bus und Bahn fahren. Ich begleite sogar die Busfahrer nachts auf dem Nachtexpress. Nein, das ist dein Hobby? Ja. Das haben wir ja ein ganz anderes Thema jetzt. Dein Hobby ist einfach so Busfahren in Dortmund? Ja. Ein junges Mädchen fährt einfach so Bus aus Spaß. Ja, klar. Ja, da musst ich kann du alle Buslinien aufsagen, wenn du willst. Da musst du dir doch einen Busfahrer anlachen, Mensch. Mein Ex-Freund war einer. Ja. Aber nicht der jetzt gerade Schluss gemacht hat. Nein, der Christian nicht, der davor. Ja, der das, davor, das war ein Busfahrer. Mit dem war ich 14 Monate zusammen. Und der andere, was war der vom Beruf, mit dem du schon eine Woche zusammen warst? Der Christian, der arbeitet in der Landschaftspflege bei der Arbeiterwohlfahrt. Was ganz anderes. Ach, aber ich meine, du musst natürlich jetzt dich immer wieder dieser Bushaltestelle aussetzen. Das bleibt ja gar nichts anderes übrig wahrscheinlich. Vor allen Dingen, wo du ein Freund, eine Freundin der Busfahrerei bist. Ich hasse den Ort zwar jetzt, aber ach, bis zum nächsten Mann. Ich kann nicht die Haltestelle abreißen. Beim nächsten Mann ist alles vergessen, Silke. Wieso bist du denn so jeck und verrückt auf Busfahren? Ja, das hat 1997 angefangen mit einem Busfahrer, der hat mir voll den Kopf verdreht. Ah, die Liebe, die Männer sind schuld. Es fing mit einem Busfahrer an und da hast du gedacht, toll, ich stelle dem jetzt ein bisschen nach, ich fahre einfach immer mit dem mit im Bus. Ja, so habe ich jetzt den ganzen Betrieb kennengelernt. Ich kann auf den Friedhof in Brünninghausen ein- und ausgehen, wann immer ich will. Du bist wahrscheinlich schon die Glücksfee von den Busfahrern, ne? Ja. Oder sehen die dich gar nicht? Ich bin ein kleines Maskottchen. Ein kleines Maskottchen. Wenn die schon nicht mehr weiter wissen, dann fragen sie mich schon immer, ja, weißt du den Anschluss dann und dann und den Atterweg und bla und da hast du nicht gesehen. Ich so, ja, der Bus kommt um 20 vor Silke. In Richtung Husen und dann kriegen Anschluss zur Bahn. Verstehe, was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit leider arbeitslos. Mensch, leider. Schule um und werde Busfahrerin. Denn du wirst die beste Busfahrerin von Dortmund. Machen. Wir müssen Schluss machen. Danke für deinen Anruf. Alles Gute. Tschüss.
In der Technik war heute Nacht Michael Jansen und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.